Ja, guten Abend und herzlich willkommen hier zu unserem Mediengespräch nach unserem Heimspiel gegen den FC Bayern München. Natürlich begrüßen wir an dieser Stelle zunächst einmal unsere Gäste hier oben auf dem Podium, Cheftrainer Carlo Ancelotti, der auch dessen Aussagen von seinem Übersetzer Stefano Mazzellotti übersetzt werden. Herr Ancelotti, zunächst Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Guten Abend. È stata una partita difficile perché abbiamo trovato una squadra che ha giocato bene, che ha credito molto e per un'ora la partita è stata in equilibrio. Dopo credo che si è abbassata un po' l'intensità e siamo riusciti a trovare una palla importante per Lewandowski e ad andare in vantaggio. È stata una bella partita perché c'è stata molta intensità nel gioco e le due squadre che davano, tutte e due hanno giocato bene. Forse meglio lo Schalke nella prima parte, meglio noi nella seconda. Gut, also es war das erwartet schwere Spiel. Es war der erwartet starke Gegner, gegen den wir gespielt haben. Er hat uns sehr viele Schwierigkeiten bereiten können. Es war die ersten 60 Minuten ein recht ausgeglichenes Spiel. Danach haben wir die Intensität etwas erhöht, haben intensiver gespielt und daraus folgt dann auch das Tor von Lewandowski. Ich fand es ein sehr schönes Spiel, ein sehr intensives Spiel, auch von beiden Seiten ausgeführt. Und ja, man kann sagen, dass Schalke in der ersten Halbzeit besser war, wir dann in der zweiten Halbzeit. Markus, dein Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, erstmal Glückwunsch an Carlo Ancelotti und Bayern München zu diesem Sieg. Schade, denke ich, weil es sehr engagierte Leistung war heute. Diese Niederlage war unnötig. Ich glaube, dass wir nicht die schlechtere Mannschaft waren, sondern dass wir Bayern München vor Probleme gestellt haben, ihnen eine Aufgabe gegeben haben, sehr mutig agiert haben, sehr früh attackiert haben, auch nach 10 Minuten, wo es vielleicht ein bisschen schwer war, ins Spiel reinzukommen, wurde die Mannschaft immer besser, vor allem in der ersten Hälfte. Waren wir die bessere Mannschaft, da hätten wir gerne den Führungstreffer gehabt und dann wäre es natürlich einfacher gewesen. So haben wir die Chancen liegen gelassen, auch der Schuss von Klaas-Jan Huntelaar hält Neuer sehr, sehr stark und das ist der Unterschied, weil Lewandowski eben effektiver war wie wir heute. Bayern München geht dann in Führung und dann war es so, dass wir hinterhergelaufen sind, nochmal alles riskiert haben und dann den Konter bekommen zum 2:0, von daher sind wir enttäuscht. 80 Minuten hat es gut ausgesehen. So müssen wir in den nächsten Wochen alle 3 Tage agieren. Dann werden wir auch punkten. Dankeschön. Vielen Dank. Markus, gibt es Ihrerseits Fragen an die beiden Trainer? Dann darf ich kurz ums Handzeichen bitten. Am Freitagabend sehe ich kein Handzeichen. Dann haben wir heute Abend eine kurze PK. Vielen Dank Ihnen allen und unseren Gästen aus München. Genau. Eine schöne Rückreise.